Nur auf sich selbst schauen. Eine Sportphrase, so hoffnungs- und hemmungslos, inflationär genutzt, so zutreffend heute. Rhetoristisch wird es maximal ein bisschen leid tun, dass er den mitteldeutschen Konkurrenten aus Zwickau in die Regionalliga verfrachten könnte für den eigenen Verbleib in der dritten Fußballliga. Bei diesem wichtigen Spiel muss Ristisch aber ordentlich umstellen. Rechtsverteidiger Niklas Kreuzer, der sich in Mannheim verletzte, fällt noch mindestens eine Woche aus. Dafür Lukas Harlang in der Startelf, der 19-Jährige, der Kreuzer vor einer Woche ersetzte. Nico Hug, Halles zweiter Außenverteidiger, hat glücklicherweise kurz vor Spielbeginn sein Go gegeben, trotz Leistenproblemen. Von Beginn an dabei, genauso wie Tom Zimmerschied, der gefährlichste Offensive des HFC nach seiner Gelbsperre. Es fehlen weiter Andor Bolicki und Aaron Herzog. Es sind da über 7.700 Hallenser, die wieder ihre Mannschaft kräftig anfeuern. Wir sind in der zweiten Minute. Es ist ein schneller, ein munterer Beginn. Unter dem Motto, wer ist eigentlich dieser Abtasten? Gleich mal das erste Foul von Kostli gegen Zimmerschied. Freistoß von der linken Seite. Harlang steht da unter anderem dabei. Es übernimmt aber Landgraf. Fürs Erste, dann Zimmerschied, wird da gerade so im letzten Moment noch weggeblockt. Aber es ist die erste Chance, das erste Zeichen von Halle, hier nichts aufkommen zu lassen. Zu zeigen, wer Herr des Hauses ist, auch wenn es so viele Heimsiege noch nicht gegeben hat in dieser Rückrunde. Die Ecke, wieder steht Harlang bereit. Achten Sie mal auf Harlang, der macht sich da am linken Strafraum bereit und kriegt die erste Chance aus der Distanz. Lukas Harlang, 74 Minuten gegen Mannheim, der Ersatz für Kreuzer. Mannheim machte den Jungen als die Schwachstelle in der HFC-Verteidigung aus. 3 von 4 Gegentoren liefen über seine Seite. Er hat aber Rückendeckung bekommen von seinem Trainer, von Sreto Ristić. Mitte Februar, der HFC-Tabellenletzte. 10 Spiele ohne Niederlage später. Der HFC jetzt über den Strich. Der erste Nicht-Absteiger, der Gejagte nach den Niederlagen gegen Osnabrück und Mannheim, sind es aber nur noch 3 Punkte nach unten. Wir schreiben die 10. Minute. Zazar, der Sechser, und dann ist es Decic. Ja, die Annäherungsversuche, sie kommen. Marius Funk im Kasten, er muss da nicht großartig reagieren, aber der kann auch mal bösartig werden, der Ball, wenn er noch mal kurz aufsetzt oder so, aber doch relativ zentral geschossen von Stetschik. Dann eine Schrecksekunde, 13. Minute, Zimmerschied liegt auf dem Boden, warum? Zweikampf mit Kostli ohne Einwirkung des Gegners, das tut beim Hinschauen schon weh, muss erstmal raus und fehlt dann natürlich auf der linken Hallenser Seite. Und das versucht Ingolstadt natürlich auszunutzen. Der Tabellenletzte der Rückrunde. Nur 10 Punkte aus 15 Spielen. Ein bisschen Motivation gab es letzte Woche mit dem 3:1 gegen den SC Fell. Aber dass die überhaupt eine Mannschaft zusammengekriegt haben. Stevanovic, Musliu, Rausch, Preisinger, Kopacz, Dittgen, Testroth, Schmidt. Alle verletzt. Eine Schanzer-Rum-Mannschaft, die hier mit Christensen zum ersten Abschluss kommt gegen Fell. Er mit dem 1:0, mit dem, wie sagt man so schön, Dosenöffner. Aber Halle bestimmt das Spiel, 18. Minute. Weiter immer über die rechte Seite. Dann geht's mal schnell. Niedfeld gegen Domboja. Am Ende ist es wieder Tom Zimmerschied mit der Chance. Seit dem 17. Spieltag geht's bergab für die Bayern. Im freien Fall haben die Ingolstädter nach nur 62 Tagen im Amt Guerino Capretti wieder beurlaubt, Michael Kölner geholt. Der hatte eh ein bisschen Langeweile, nachdem ihn 1860 nach 3 Jahren vor die Tür gesetzt hatte. Er will schnell einen attraktiven Fußball sehen, aber der ist erstmal in der Abwehr gefordert. Dann aber geht schnell nach vorne, Domboja, Christensen und dann Sulemani. Felix Gippert mit der ersten Auszeichnung. Schauen wir nochmal rein. Kleiner Schlenker reicht aus, aber Gebhardt macht seine rechte Ecke dicht. Niklas Landgraf sagte vor dem Heimspiel, wir brauchen die Intensität auf dem Platz. Das, was uns vor dem Spiel in Mannheim ausgezeichnet hat. Harte Arbeit wird belohnt. Wir sollten den kühlen Kopf bewahren und sie behalten den erstmal. Berko auf Geirett. Da waren nur noch ein paar Millimeter zwischen Ball und Tor.
Timo Gayret nach dem sehr überlegten Zuspiel von Erich Berko. Und da wäre auch Marius Funk machtlos geworden. 34. Minute, Ecke, Halle. Bisschen Kuddelmuddel da im Strafraum. Nicht so recht, wo der Ball ist. Zimmerschied weiß es, aber aus der Drehung heraus dann doch etwas zu unpräzise. Donald Nduka muss erstmal den Ball hinterher schauen. Wo ist der eigentlich? Wo kommt der runter? Und nur 7 Minuten später weiter nur Halle. Haben nur eins der letzten 9 Heimspiele gewonnen. Nächste Chance hier, Erich Berko. Sehr auffällig, gerade in den ersten 40, 45 Minuten. Es fehlt noch ein wenig die Präzision. Aus der Distanz kann der Ball auch mal durchaus aufs Tor gehen. Nur 2 Minuten später. Halle im Aufbauspiel. Über 2-3 Stationen. Das geht ganz fix. Tunay Deniz auf rechts raus. Auf Lukas Harlang. Der wagt sich gerne mal nach vorne. Und das ist die beste Chance im Spiel. Durch Stetschik. Ausgangspunkt Harlang, der will seine kleinen Fehlerchen von der letzten Woche gegen Mannheim wieder gut machen, macht er bis hierhin sehr gut. Kurz vor der Pause, letzte Woche gegen Ferl gab es für die Schanzer den ersten Heimsieg seit November. Kölner meinte, das gäbe so eine Art Selbstbewusstsein, das versuchen sie mit einem selbstbewussten Abschluss. Nach dem Motto, ist das Kunst oder braucht jemand ein Souvenir? Dumbuya dann doch mit ein bisschen sehr Rückenlage in die zweite Reihe. 3 Tore, 3 Vorlagen. 0:0 zur Pause. Ein Spiel ohne größere Aufregung. Es britzelt aber ein bisschen. Es geht ja um eine ganze Menge. 47. Minute. Halle mit dem besseren Start. Keine Wechsel auf beiden Seiten, aber dafür Unsicherheiten bei den Schanzern. Marius Funk, dessen Blutdruck, der steigt schon mal und der sollte auch weiter steigen. 48. Minute. Geirrt und dann ist es Nico Hug. Gerade so vor dem Spiel hat er sein Go gegeben. Immer noch mit Problemen an der Leiste. Er hat gesagt, bei Flanken zwickt es immer noch ordentlich. Bei Schüssen wahrscheinlich umso mehr. 5 Minuten gespielt in der zweiten Hälfte. Endlich auch mal Ingolstadt wieder. Kölner will auch die pessimistischsten Mathematiker ruhig stellen. Rein rechnerisch, die Schanzer ja auch noch nicht gänzlich vor dem Abstieg gefeit. Kostli mit viel zu viel Platz. Da geht mal keiner ran. Kostli! Muss sich die Hallenser Innenverteidigung die Frage stellen, warum der da so frei zum Schuss kommt. Auch wenn Felix Gebhardt da nicht eingreifen muss. Gleiche Minute, direkt im Gegenzug. Halle, natürlich wieder am Arbeiten, so wie man es kennt von den Hallensern. Nico Hug, Flanke auf Stetschik, der ist viel zu klein. Aber da ist ja noch einer. 1:0, Halle. Stetschik feiert, aber es ist ein Eigentor von Dominik Franke. Die Flanke von Hug, klar, die hat doch mal richtig gezeckt in der Leiste. Stetschik taucht unterm Ball durch. Und dann Franke, der Unglücksrabe mit dem rechten Oberschenkel. Und wir schauen mal auf Sreto Ristić. Erleichterung. Der HFC ja wohl die letzte Mannschaft, die überhaupt noch einzuholen ist. Mit 1:0 hier in Führung zu gehen, das freut auch die 7.700 Hallenser, ein paar Ingolstädter sind da, aber das durchaus vernachlässigungswürdig. Es darf schon mal sich warm getanzt werden. Noch ist aber eine ganze Menge zu gehen. 56. Minute. Halle arbeitet aber weiter. Jetzt das schnelle 2:0 in Überzahl. 4-gegen-3 Situation. Zimmerschied auf Berko. Ja, warum denn auf Berko? Dann ist es auch abseits. Aber warum spielt Zimmerschied nach links in den Rücken von Berko und nicht nach
rechts. Fünfmal gab es das Duell Halle gegen Ingolstadt. Ein Hallenser Sieg gab es nur bei der Premiere 2019. 3:2. Seitdem wechseln sich Sieg, Niederlage und Unentschieden freundlich ab. Es wird Zeit für ein Unentschieden mal wieder. Und Ingolstadt kommt. Marcel Kostli, einer der gefährlichsten auf Seiten der Schanzer heute. Sie spielen gut mit, aber spielen eben nicht über die vermeintliche Schwachstelle Harlang, der dann auch ausgewechselt werden muss. 65. Minute, zwickt ein bisschen, aber er bekommt den warmen Applaus vom Publikum. Berko geht ebenso raus, Vollert und Müller kommen rein. Ein Stürmer, ein Innenverteidiger. 74. Minute, Domboja. Weiter Domboja auf Denis Liesmeier. Liesmeier, aber Ingolstadt bleibt beim eigenen Spielsystem. Geschenke an die HFC-Fans verteilen, selbst da, wo kaum einer sitzt. 75. Minute, Halle mal wieder mit einer Befreiung und Elfmeter? Fragezeichen? Nein, sagt Schiri Mario Hildenbrand. Und er hat vollkommen recht, da war nichts Strafstoßwürdiges überhaupt. Das darf auch mal erwähnt werden, das Schiri-Gespann erfreulich, unauffällig bis hierhin alles richtig gemacht, auch in dieser Situation. Schröck trifft natürlich zuerst den Ball. 79. Minute. Halle kommt, schießt noch den eigenen Mann an und dann mit dem Fehler. Domboja, Chance. Das war das Gefährlichste tatsächlich, was die Ingolstädter hier produzieren. Aber sowas wie ein Espresso für die müden Schanzerstürmer um Michael Kölner. Denn die kommen jetzt nochmal in den letzten 10 Minuten. Die 80. läuft. Der eingewechselte Jalen Hawkins. Domboja. Und dann aus dem Rückraum Kreidel. Oh, da musste Felix Gebhardt aber mal ordentlich Arbeit leisten. Arbeit, das Stichwort heute. Im Duell Felix gegen Felix. Der Hallenser gewinnt das Duell. Schwierig aber einzuschätzen, weil der Ball sich eben so wegdreht. 84. Minute. Jetzt schwimmt Halles Abwehr aber ordentlich. Seit eben diesen komplett missglückten von Domboja. Noch versuchen sie sich zu befreien über den eingewechselten Sebastian Müller. Ein Schuss genau in die Beine und dann geht's per Boomerang-Prinzip auf die andere Seite. Das ist Justin Butler. Das Foul von Niklas Landgraf. Natürlich taktisch gelb. Halles Abwehr schwimmt in den Angriffswellen der Schanzer jetzt. Freistoß aus einer guten Position, klar, keine Frage. Da ging es nur gegen den Mann. Die 86. Minute, Freistoß. Linsmeier steht schon bereit, noch muss aber ein bisschen da sortiert werden. Es wird unruhiger in den letzten Minuten. Und dann ist es der Kapitän. Der Schanzer Tobias Schröck mit dem Kopfball. Nächste Aussage für Felix Gebhardt. Der hält hier den Kasten noch sauber für Halle in den letzten Minuten. Der Leuner Chemiestadion in Halle, der steht. Und Halle versucht es nochmal. Die Nachspielzeit. 4 Minuten gibt's. Halle mit der Doppelchance. In 5 Partien aber schoss Halle gegen Ingolstadt. 5 Tore, dadurch 3 von Terence Boyd. Irgendwie bezeichnend, dass es auch heute eben dieses 1:0 gab. Durch ein Eigentor. Aber es ist weiterhin noch nicht Schluss. Halle spielt aber nur noch auf Zeit. Jetzt schauen Sie sich das mal an. Da geht es gar nicht mal so richtig um den Ball. Nur noch ums Abschirmen. Ingolstadt versucht es schnell zu machen. Nur noch nach vorne. Halle fängt den Ball ab. Und dann ist alias Zazar noch da. Einfach mal das nächste Geschenk in die dritte Reihe. In der letzten Minute. Denn dann ist Schluss. Halle arbeitet. Halle siegt. Souverän. Nur in den letzten 10 Minuten gab es ein paar Unsicherheiten. Aber das Ding, das können wir ganz klar unter 1:0 Arbeitssieg verbuchen. Bezeichnend für unser Spiel heute ist, dass es so ein Eigentor kam und dadurch wir gewinnen. Aber unterm Strich, wenn man 90 Minuten betrachtet, hat man, glaube ich, schon gesehen, dass wir besser im Spiel waren, mehr vom Spiel hatten.
und es auch versucht, konsequent zu verteidigen. Aber gegen diese Athletik, diese Wucht, Dynamik, vor allem hinten raus, wo Ingolstadt nichts mehr zu verlieren hat, hat uns Rebi auch mal im Spiel gehalten. Aber dafür ist er im Tor. Lukas Harlank, 68 Minuten, gute Leistung gezeigt. Da erlauben sicherlich auch die Kollegen ein kleines Tänzchen. Was gab es denn eigentlich zur Einstimmung vorneweg so an Musik heute für dich, für Sie? Das habe ich dir ja schon beantwortet, immer meine selben Lieder. Ich glaube, die hört sonst kein Mensch, nur die junge Generation, deswegen ist es eigentlich auch egal. Aber hat geholfen. Ich glaube, er macht es immer gut, er ist immer voll mit Herz und Leidenschaft dabei. Und ich glaube, wenn er dann mal auch irgendwie in einer Situation nicht glücklich aussieht, ist das bei ihm nicht so wichtig, weil dafür haben wir dann noch 10 andere, die das ausbügeln können. Und ich glaube, auch deshalb haben wir heute gewonnen, weil jeder für jeden gegangen ist. Wir werden so viele Punkte holen, wie nötig ist, in der Liga zu bleiben. Das haben wir uns an die Fahne geschrieben. Und wir gehen weiter und weiter in diese Schritte. Ich habe ja eingangs gesagt, möchte mich auch nicht mehr wiederholen, was unser Ziel ist und das verfolgen wir. Der HFC hat vorgelegt mit einem soliden Auftritt. Wichtige 3 Punkte für den Verbleib in Liga 3 und möglicherweise eine Entscheidung im Tabellenkeller. Fragezeichen, ist das schon das Aus für den FSV Zwickau? Das klären wir jetzt.